ist ja ein sehr spannendes Thema, sehr expressives Thema und auch ein sehr abstraktes Thema. Der kleine Georg ist ja, wie das oft so bei Bozzetti ist, für meine Begriffe etwas stark gegenständlich, aber in der Vergrößerung kriegt er dann also ganz andere Dimensionen, ganz andere Gewichte, ganz andere Wertungen. Und das ist sicherlich spannend, was die Skulptur, die kleine Skulptur nicht schmälert, weil die kleine Skulptur muss sich ja wehren, nicht, gegen ihre Kleinheit. Infolgedessen muss sie eine gewisse, wie soll ich sagen, die eigene Attraktivität haben und entwickeln. Nicht? Und das hat sie, finde ich. Deswegen ist sie auch bunt bemalt. Wir sind jetzt hier bei der Firma Schmäke und mit uns ist der Herr Schmäke Junior. Der Vater arbeitet schon seit, ich denke, mehr als 50 Jahren mit Markus Lüppertz zusammen. Wir haben hier eine kleine Figur und Herr Schmäke erklärt uns mal, wie es eigentlich von einer Figur zu einer Bronze kommen wird. Ja, wir haben von dem Künstler das Originalmodell erhalten, mussten das dann gerecht zerschneiden, sodass wir eine Silikonform bauen können und einen guten Guss erzielen können. Und wenn wir dann die Silikonform gebaut haben, können wir ein Wachsmodell erstellen. Das wird dann nachgearbeitet, wie man in dem Film schon sieht. Und wird mit einem Eingusssystem bestückt und wird dann ausgebrannt und mit Bronze gegossen. Ja, und dann vom Prinzip, wenn der Guss erstellt ist, muss der ausgepackt und gewaschen werden. Und dann kommt der Ziseleur dran und muss die ganzen Gussfehler und was auch immer alles beseitigen. Und dann wird noch patiniert und dann muss der Künstler anfangen zu bemalen. Muss immer schön poliert werden, damit sie also auffällt, damit sie wirkt. Wenn man sich da rein versenkt, ist das eine sehr, für meine Begriffe, sehr gelungene Skulptur.